Was machen wir mit Piratenschniedeln? Stark behaarten Piratenschniedeln, riesigen, buschigen Piratenschniedeln, jeden Tag rasieren. Sandweiche Piratenschniedel, nie irrigierte Piratenschniedel, immer spritzbereite Piratenschniedel, rasieren wir jeden Morgen. Mickeys und Kreise. Ja, das war's, liebe Kinder. Okay, das war's für die heutige Folge. Ja, danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Alter, was ist das hier für ein riesiger Wald? Ja, der Palmwald. Singst du jetzt das Kies und Gras im Waldlied? Der Wedlerwald. Der Wedlerwald? Hier kann man sich mal zurückziehen und mal ordentlich wedeln. Weißt du, ich habe gehört, hier kann man auch einen wilden Wendler finden. Der wilde Wendler, der wedelt sich hier ordentlich ein im Wald. Der Wedlerwald. Verschwindet immer hinter den Wedelpalmen. Ja, da schlackern die Kokosnüsse. Hier, zack, noch ein paar Fackeln, damit es irgendwie stimmungsvoll aussieht. Weißt du, dass man sich denkt, boah, geil. Wald. Der mystische Wald. Da mit seinen, die Feen masturbieren. Mit seinen Fakulinis. So, kommt da noch ein Dach drauf? Ja, klar, wir wollen doch noch eine Ebene. Ja, wir machen noch eine Ebene. Jetzt wird's aber komplex. Wo stellen wir die Stangen dafür hin? Ja, irgendwie hier so halt rein, so zwischendrin halt. Reinschnudeln. Aber kann man dann da noch ordentlich durchschnudeln? Ja, klar, kannst du noch ordentlich reinschnudeln. Muss halt nur richtig schnudeln. Halb geschnudelt wird's halt nix. Der Schnudler. So, hier wollten wir dann, hier hinten wollen wir Treppen machen. Wo stellen wir die denn hin? Michael Wanzler ist der Schnudler. Der Schnudler. Freigegeben ab 13 Jahren. Ich würde sagen, hier erstmal noch ein Feld freilassen, dann eine Treppe, oder? Vielleicht so? Ja, aber so hoch, die Treppe ist doch voll hoch. Wir müssen zwei Treppen haben, oder? Ja. Zwei Treppen hoch. Nuff. Boah, was ist das? Auf einmal landen hier voll viele Möwen auf dem Möwenplace. Hast du gerade gesehen? Das war voll der Großangriff. Der Möwengroß. Ey! Kusch! Mann, hier ist alles leer gefressen. Hier ist nichts mehr. Es lohnt sich gar nicht, irgendwas anzupflanzen, weil die Möwen so asozial sind. Ja gut, die haben Hunger. Ja, aber wie kann man denn so asozial sein? Auf einer See allein, ohne Masturbationsmöglichkeiten. Ja. Vielleicht, wenn sie bald hier den Schlackerwald, wenn der fertig ist. Dann der Schlackerwald. Ich dachte, das ist der Wedel-Wendler-Wald. Der Wedel mal dein Wendlerwald. Jetzt bist du hier auf der Ebene, aber jetzt muss ja hier nochmal. Warte mal, wir müssen jetzt auch. Wir müssen ja ein Ding machen. Ja, gut, wir müssen doch hier schön. Ja, wir müssen ja hier rüber bauen, aber ich glaube, das muss nochmal ein Stück höher. Weil sonst hängen da irgendwie so die Blätter drin. Also ja, es muss auf der Höhe hier sein. Also müssen wir jetzt hier Dings machen. Stäbchen, ja. Okay, wäre dann so ein Stäbchen. Und dann kannst du hier doch eine Foundation hinknüppeln. Ja. Kommst du hier hoch und dann denkst du dir so, Mann, ist das ein Palmenwald. Mann, ist das ein Wedelwald. Das ist halt die Frage, willst du. Moment, da müssen wir hier einfach nur. Okay, das kostet ja wieder super viel Materialien, ne? Naja, ich kann hier gar nicht rüberbauen, ne? Ist das gesperrt wegen der Palme oder ist es gesperrt, weil du dumm? Weil du dumm? Oh, das kostet ja super viel Shit. Jetzt kannst du bauen, oder? Ja, jetzt kann ich hier in die Richtung bauen. Genau, das müssen wir hier. Ich kann ja nicht Richtung Palmen kann ich nicht bauen. Ja, weil da fehlt Ding, da fehlt, Damast. Damastus. Oh, ich mach mal hier einen hin, guck mal, ob du jetzt oben über die Palmen drüber bauen kannst. Bleib du mal oben, ich baue unten Mast. Ja, geht. Ja, das müsste dann der nächste. Müsste ja dann irgendwie. Kommst du jetzt hier ran? Oder ist es zu weit? Ich snacke gerade. Nee, ich komm hier rüber jetzt. Was haben wir hier halt? Haben wir aber hier drin halt Stänglis, ne? Na gut, müssen wir wahrscheinlich mit leben, weil wenn wir hier alles komplett überdachen wollen. Ja, wir müssen ja alles komplett überdachen für den Lustwald. Wieso, was kommt denn da oben dann noch hin? Ja, da kommt ja dann die Brücke hin und dann kommt dort, was weiß ich, irgendwas wird halt hinkommen. Also kann man das im Endeffekt komplett bedachen hier? Im Endeffekt wird das am Ende, ich bin vom Fluss gefallen, komplett, wieder vom Fluss gefallen, komplett bedacht, ja. Ich hole mir jetzt erstmal neues Material. Hab
Palmenblätter vielleicht mitnehmen? Wo habe ich denn noch? Weil wir haben jetzt hier voll viel. Boah, das wird super viel kosten. Natürlich der, wird das super viel kosten. Der Palmkubus. Geil wäre es, wenn hier so, wenn es hier Scheiben gäbe, ne? Mhm. Das wäre eigentlich mega. Die Frage ist nur, wo baue ich da unten Stängel hin? Irgendwie will er bei mir da unten keinen Stängel bauen. Ich habe keine Nägel mehr. Okay, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Der Stängelbau funktioniert nur mit dicken Nägeln. Ja, weil ich muss hier irgendwie mittig ein Stängelchen reinkriegen. Ja, ja, mehrere. Mehrere Stänglongs. Also mein Holz schmilzt in Rekordgeschwindigkeit in meiner Tasche davon. Ja, ja, bei mir auch. Wir brauchen ja hier jetzt, weiß ich nicht, 9x9 Platten dann oder so noch. Das wird mehr noch sogar. Super viel. Wir müssen ja in alle Richtungen bauen. Das machen wir erstmal hier. Wir machen jetzt erstmal hier. Ich mache jetzt erstmal hier überall Stängel. Ein paar kann man davon eigentlich wieder entfernen. Jetzt mache ich erstmal hier in jedes Zwischending einen Stängel rein. So, das müsstest du eigentlich hier komplett gleich zubauen können. Ah, es muss ja immer Doppelstängel. Muss immer Doppelstängel sein. So, jetzt kannst du hier schon mal rüberbauen. Aber hier will er mich nicht einstängeln lassen. Ah, doch, hier will er's. Aber ich weiß nicht, ob das reicht, um es zu verbinden. Ah, die Fackel hier muss weg. Okay, die Fackeln müssen auch nochmal versetzt werden, aber das ist nicht so schlimm. So Fackeln kann man notfalls hinterher auch an den Stängel hängen oder unter die Decke hängen. Das geht ja dann klar, auch. Klar, wir können die dann an den Stängel stängeln. Ja, oder halt so als Kronleuchtermäßig unter die Decke hängen. Mit so ein paar Himmelkerzen. Das erinnert mich immer an diese Kerzen. Ich hab schon wieder keine Nägel mehr. Bei meinem Alter, Opa. Ich brauch viel mehr Nägel. Ja gut, aber die können wir auch Schrott machen, ne? Ja, nee, ich habe hinten noch super viele. Der hatte so eine Kerze am Campingplatz im Wohnwagen. Die war quasi ganz wabbelig und weich. Nee, und die stand halt direkt auch am Fenster und dann ist man halt mal eine Saison nicht da und da drin wird es ja halt so warm. Und dann ist die wirklich so geschmolzen. Dass sie aussah wie ein Penis. Aber richtig, auch es wie, war so, wahrscheinlich ein Peniskreis, so, red sie doch nicht ein. Eine Pimmelkerze. Das war schon so ein Relikt. Die Natur hat es von alleine so geformt, der aus einer normalen Kerze. Kommt man da rüber? Ich weiß nicht, ob man da rüber bauen kann. Komm hier rüber, ja. Okay, noch nicht habe ich überall Felder, weil ich muss dann nochmal die Fackeln müssen nämlich nochmal umgebaut werden an einigen Stellen. Boah, ist ja voll das Ultra-Bauprojekt. Oh ja, oh ja. Moment, habe ich jetzt hier kleine Stängel? Oh, ja, weil der hier im Boden versunken ist. Warte, hier habe ich was falsch. Ich hasse es, um vom Floß zu fallen, weil du kommst nicht mehr hoch. Bau dir doch einfach erstmal noch ein paar Foundations. Die große Arbeitergrundplattform. Moment, ich muss erstmal diese Fackel hier entfernen. So, ist das jetzt oben? Ja. Gut. Aber hier ist ein Loch, was ich nicht zumachen kann. Wo? Warum? Ja, weil hier noch keine Dinge sind. Warte, hier. Jetzt. Guck mal, ob es jetzt geht. Schluckerl trinken? Nee. Aber warum hat der denn hier schon wieder so tief gebaut? Ja, irgendwie unten angesetzt. Moment, ich muss das entfernen. Axt. Du bist ja komplett bescheuert in diesem Palmenwald. Ohne Scheiß, ich verliere meinen Verstand im Adamann-Palmenwald. Ich kann halt hier diese Lücke nicht zumachen. Warte mal. Jetzt? Nee. Aber jetzt ist es oben. Du musst hier. Wo? Hier, da, nicht da. Hier hinten. Hier ist eine Lücke. Hier, wo ich komm stehe. Komm mal hoch, Moment. Ach, hier. Hier ist eine Lücke. Wie kann ich irgendwie... Jetzt? Ach, jetzt geht's, ja. Die Möwen fressen da irgendwas, aber ich scheiß jetzt auf die ekelhaften Ranzmöwen. Scheiß auf die Ranzmöwen. Auf die Schwanz- und Fotzenmöwen. Ein Brettel. Ne, hier, kostet 4 Brettel. Ja. Ja, das ist einfache Brettelmatik. Brettelmatik. Und, oh Gott. Alter, ich hatte so viel Holz aus den Dingern gesammelt, das ist schon alles weg. Ups, ich habe aus Versehen eine Palme entfernt. Naja. Alter, der Palmenmörder. So, warte, jetzt... Oh shit, ey. Palmending hindingsen. Hatten wir im Lager noch Holz? Ja, ich hab Holz.
Im Hauptlager irgendwo. Hier war doch ich versuche hier so gerade die Kerzen wieder zu entfernen. Ja, ist noch Holz. So. So. Wie die Mucke hier schon wieder steil geht, ne? Die geht doch immer steil. Da machen wir die nämlich irgendwie vielleicht oben dran, so kronleuchtermäßig. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Die Lampen, ja. Ja. Sag ich ja, da haben wir noch Alternativen. Das wären dann Opa Kreis Kronleuchter Schwänz. Ja, Opa Kreis Pimmelkerzen Kronleuchter. Freigegeben ab 13 Jahren. OPKK. Das heißt PKK, nämlich Pimmelkerzen Kronleuchter. So, hier ist jetzt alles verbunden. Jetzt muss die nächste Reihe kommen. Warte, ich mache hier schon mal die Kerzen weg. Kann ich die Kerzen? Kerzen? Ach, Fackeln. Die Pimmelkerzen? Scheiß ja, ich auf weiß. Diese Schalen. Ich träume schon lange von einer neuen, schön jetzt, groß dicken wo Pimmelkerze. Können wir denn, wo können wir das denn platzieren? Wieder hier nur mittig oder was? Mal hier geht einer hin. Aber wenn ich die hier mittig mache, kommst du, glaube ich, gar nicht ran. Also du kommst hier ran, aber guck mal. Kommst du hier schon rüber? Ah, doch, geht. Ja, kann ich den Kubus ja quasi schon fast abschließen. Da drüben fehlt halt noch ein bisschen was. Was für ein verrücktes Gebäude. Oh ja. Aber es sieht aber irgendwie auch krass aus, wenn da oben dann noch die Fackeln hängen. Wir hätten es alles so bauen müssen wie hier. Hier ist so ein schöner Durchgang, weißt du? Hier stehen die so ein bisschen im Weg, was irgendwie schade ist. Die Symmetrie fehlt. Aber abreißen will ich es jetzt auf keinen Fall, weißt du? Weil ich keinen Bock habe, alles nochmal neu zu machen. Ja gut, dann haben wir halt hier einen Schlackergang, der halt unbepfählt ist. Aber was willst du machen? Oh, hänge ich hier schon mal. Alles nochmal versetzen und so wäre auch gay. Gut, hier hinten kriegen wir es noch nicht zu. Hier kann ich vier Bretter nicht bauen. Dann müsste man entweder da Stängel bauen. Soll ich mal jetzt mal hier die Fackeln hin? Mal sehen, wie das aussieht. Ich hab voll die komische Gebetsmusik gerade. Ist auch geil ausgeleuchtet hier. Weißt du, dass unser Raft schon so groß ist, dass wir das Radio gar nicht mehr empfangen? Ja, ja. Es sieht schon cool aus, oder? Wenn es hier so ausgeleuchtet ist. Es sieht generell schon ziemlich cool aus, weil es halt schon wirklich so einen kleinen Stadtcharakter hat, weißt du? Es hat so einen kleinen City-Charakter. Jetzt ist hier das Palmenhaus, weißt du? Das Palmenschaukelhaus. Aber hier kann man halt nicht bauen jetzt, siehst du, hier ist noch offen. Naja, also hier muss ich, nochmal Nägel holen und dann halt nochmal schön Latten hochziehen. Irgendwie haben wir hier hochdepressive Lamas. Gut, aber die müssten doch eigentlich da. Ja, die finden nicht alle was zu fressen mehr so langsam. Und halt mal gießen gehen. Didi, dem Dodo geht's gut da oben in seiner. Ich brauche noch mehr schwarze Farbe, fällt mir auf. Ich wollte das da oben. In seiner Selbstmordkammer. Ich wollte das da oben alles schwarz färben, damit die Außerirdischen zufrieden sind. Es gibt doch gar keine Außerirdischen. Klar! Nein! Die senden Nachrichten im Radio. Die schänden Nachrichten, ja. Die schänden Nachrichten, ja. Es so gibt deutsche keine. Es gibt keine. Es ist der Bundesnachrichtendienst, den du meinst, ist was völlig anderes. Shit, hier vorne kann ich keine Dinge hinstellen anscheinend. Warte. Hier geht einer. Kannst du damit was anfangen? Ja, hier kann ich jetzt. Ja, einer müssen wir noch zumachen, irgendwo hier, ne? Ja, hier muss noch. Auf der Linie hier ungefähr, wenn hier einer noch stehen würde, könnte ich vielleicht in beide Richtungen. Na, aber ich kriege keinen dazwischen. Hier geht keiner dazwischen. Kacke. Oh, untergefallen. Was ist, wenn ich die ein bisschen nach hinten versetze? Moment, ich probiere das mal. Geht jetzt einer? Ja. Geh mal hoch. Ich geh mal hoch. Ja, jetzt fehlt nur noch hier ein Brett. Okay, hier fehlt eins. Moment, mal sehen, ob ich hier eins. Jetzt ja, muss es gehen. Perfekt. So.
Der Boden ist abgeschlossen. 500 Holz wieder gebraucht. Oh, später wieder die Netze alle leer machen. Aber die Etage ist auf jeden Fall schon mal fertig. Beautiful. Very, beautiful. Very beautiful. Haben wir noch irgendwo ein bisschen... Hier, Flachs. Wie Flachs? Was für Flachs? Weil hier müsste ja eigentlich... Hier müsste ja eigentlich sowas hin. Hier müsste ja eigentlich eine Wall hin. Hier ist aber immer noch... Ah ne, hier ist kein Loch. Oder doch? Moment, hier ist... Hier müsste nur noch drüber. Ist noch nicht ganz fertig. Guck mal hier, hier die Reihe. Die fehlt. Ach so, oh, ja. Kannst du aber nichts bauen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee, da müssten, wenn dann neben die Treppe irgendwie zwischen Treppe und Dings. Gut, hier könnte ich jetzt bauen, weil da eine Wand ist. Ne, weil du da eine Wand gemacht hast, kann ich hier einen hinmachen. Mhm. Warte mal. Kannst du hier bauen? Ja, aber daneben halt nicht mehr, ne? Kannst du hier bauen? Achso, du kannst aber da. Ja, du kannst dann nicht. Ja, stimmt. Du kannst da nicht müsste, bauen. Nee, da müsste, wenn der Block müsste, genau dahin muss einer, ja. Die Frage ist nur, bekomme ich da noch welche zwischen rein? Schon wieder kein Holz mehr. Muss erstmal wieder Holz holen gehen. Warte, ich hab noch. Baue ich jetzt hier noch hin. So, hier und jetzt müsste. Müsste es hier noch die paar müssen noch zu sein. Dann ist der das Dach komplett. Dann haben wir zugedacht. So, warte mal, hier habe ich jetzt noch was gemacht. Und dann haben wir einen riesigen überdachten Wald. Ja, ich hab's zu. Das ist es. Der riesige überdachte Wald. Das muss aber hier. What? Der Hai beißt irgendwo rein. Ich habe keine Ahnung, wo. Was hat der weggebissen? Hier? Da, irgendwo unterm Wassertempel, oder? Oh mein Gott, der hat mir ein Stück vom Wassertempel weggebissen. Hey, aber was schwimmen wir hier gerade? Siehst du das? Da unten ist ja eine totale Unterwasserlandschaft. Da ist ein Felsen unter Wasser. Ja, hier ist doch so ein Felsen. Ja, das muss ich jetzt von unten irgendwie, ouch, zubauen. In eine Meereszitze. Ich weiß gar nicht, wie ich da rankommen soll. Hä, das ist ja ein riesen Fels da unten. Kann man hier nicht einfach eine Foundation reinsetzen? Ich, da unten? Kriegst du eine rein? Ich krieg. Ah, ja. Das müssen wir aber direkt verstärken. Hast du was dabei zum Verstärken? Ich glaube ja. Ja. Diese dumme Sau. Ja, das ist mir da vorhin auch was weggebissen da in meiner Hütte. Ja, aber warum? Ich dachte, wir hätten keine Schwachpunkte mehr. Mir so ein ganzes. Ja, aber wir haben. Wir haben so viel Plastik und Eisen ins Meer geworfen, dass der Hai sich ein neues Gebiss erschaffen hat. Du meinst, er hat sich aus unseren Resten irgendwie so eine super Gebisswaffe konstruiert? Da ist eine große Insel. Eine richtig große Insel? Ja, schon. Wollen wir hin? Ah, es fängt doch an zu ruckeln. Also ja. Ein bisschen Doppelinselmäßig. Lass mal wieder hier die Becken füllen. Also du willst noch ein paar Tiere fangen gehen, habe ich das richtig verstanden? Ich brauche keine Tiere, ich habe genug. Für deinen Adamant-Zuchthof. Haben wir hier noch... Die Kante, willst du die nicht auch noch hier beblättern, die Ecke? Wie? Ja klar, muss das noch beblättert werden. Beblattet? Wir könnten auch hinten zumachen, wenn du willst, damit es vielleicht ein bisschen ästhetischer aussieht. Es ist ja eine echt verdammt große Insel, aber wir ziehen einfach vorbei dran. Ja, wir bauen das größte Raft der Welt. Niemand hätte gedacht, dass es so ausarten wird. Das hätte wirklich niemand gedacht. Oder? Ich meine... Ich meine, wir haben ja schon... Wir können bald auf jeden Fall irgendwie einen kleinen Staat ausrufen oder so. Und wir haben als Bürger nur unsere Freunde, die Tiere. Die Kreis ist immer aus irgendeinem Grund hinten in diese komische kleine Kammer mitnimmt. Aber alle nicht wahlberechtigt sind. Kreis sagt, wir sind Tierdiktatoren. Also was immer das noch bedeuten soll. Ey, nein, das mir geht ist, gleich das Futter wieder aus hier. Ist das nicht mega krank? Das ist mega krank. Wer auf die Idee wieder kam, das Spiel.
Wer auf die Idee wieder kam. Du hast doch gemeint, oh, Raft geht immer. Die Kinder lieben das. Und ich so, ja, aber da werden wir doch irgendwas Exzessives wieder machen. Und du so, ja, aber... Ach, naja. Exzessiv ist doch genau unser Ding. So, jetzt brauche ich nochmal hier ein bisschen grün und dann ist der Lachs eigentlich schon wieder durch, ne? Dann schmiert man sich noch ein bisschen Ei auf seinen Lachs und dann ist die Folge vorbei. Oh, toll. Ist wieder alles steif gefroren. Du hängst doch, du bist mein verbunden. Haken ist irgendwie, oh. Du bist verbunden. Mit was bin ich verbunden? Mit dem Haus hier. Jetzt würde ich hier oben irgendwie so eine niedrige Schicht von dem hier machen, das so um den Zaun, dann kommt hier oben halt, keine Ahnung, weiß noch nicht, was wir hier oben hinbauen, aber irgendwas wird hier oben irgendwann entstehen. Oh, was ist jetzt passiert? Genießen Sie unter Palmen das Ressort Adermann oder irgend sowas. Ressort Adermann. Mein Name ist Alec Baldwin. Kennen Sie das? Gestresst am Set, aber nicht mehr dank den neuen Adermanns. To go. Adermann to go. Eine knackige Wurst, aber auch eine entspannende Gesichtsmaske. Einfach die Adermann vorne anklammern und sich den ganzen Schlodder ins Gesicht verreiben. Den ganzen Brei ins Gesicht blasen. Adermann to go. Ein Loch reinstechen. Mein Name ist Alec Baldwin. Ich wusste nicht, wie vielseitig eine Wurst sein kann. Aber die Deutschen haben es mal wieder bewiesen. Mein Name ist Alec Baldwin. Essen, ich habe rassistische und homophobe Kommentare getwittert, aber irgendwann habe ich erkannt, dass nicht ich rassistisch und homophob bin, sondern meine Daumen. Oh Mann. Meine Daumen. Ja, war doch so. So und so. Ist es nicht schön hier? Ich meine, wenn so die Sonne scheint, die Paläste. So, und dann müssen wir jetzt hier irgendwie tunneln. Ja, willst du oben raus? Ich würde aus der Etage tunneln, wo man reinkommt. Ich würde jetzt hier... Warte, guck mal, wenn ich jetzt hier das Ding zerschlage, was wieder nicht geht, weil irgendwie ein Lag ist oder so. Nee, so. Dann, ja, aber wir haben nicht die gleiche Höhe. Ja, ja, ich weiß, aber man kann ja hier eventuell, warum geht das nicht? Mach da mal eine Foundation hin, du müsstest da eine machen können. Würde ich gerne. Und dann eine Treppe drauf. Ja, ja, ich würde gerne eine machen, aber er zwingt mich auf diese Höhe hier. Kann ich von unten da dran irgendwie? So. Ja. So. Und dann, ich gehe wieder hoch. I drive away! Ja, aber da fehlt noch ein Mittelstück, wir müssen also hier wieder... Mittelstück? Balken. Ja, es fehlt ein Mittelstück. Du fehlt ein Mittelstück? Ja, wieso? Da muss da unten wieder so ein Knackbalken hin, ne? Aber kann ich nicht, wenn ich jetzt hier eine Treppe mache, geht das nicht. Ja, aber jetzt kommst du doch rüber, oder? Ja, ja. Aber muss der Balken unten sein? Weiß nicht. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Dann mach ich den Balken mal weg und guck mal, was passiert. Achtung, er wird entfernt und... Nö, der darf weg. Ist der. Ja, und gut. Jetzt musst du noch Geländer machen, damit niemand runterfällt, weil wir haben trotz allem hier eine Bauverordnung. Ja, wir kommen ja auch nicht da oben durch. Da muss man sich ducken. Dann müsste das hier weg, dann wird aber meine Treppe abstürzen. Ja, was ist, wenn wir das unten hinsetzen? Das meinte ich ja. Und dann die Treppe nach vorne versetzt. Weißt du? Die Treppe weg, so, Moment. Ja. Muss halt doch ein Balken hin. Dass man hier halt eins hinsetzt. Ja, ja, dass man hier einen Poden macht. Ein Powerpoden. Hier geht ja keiner hin. Also müssen wir doch ein Stützerli machen. Ja. Warte, was ist, wenn wir hier ein Stützerli machen? Reicht das nicht sogar? Ich sehe gar kein Stützerli. Ich höre Geräusche. Ach, da ist der Stützerli. Ja, aber ich glaube, den kann ich ja wieder wegmachen. Oh. Warte, ich probier's mal. Nee, geht doch nicht. Na, shit. Nee, nee. Egal. Weil ich habe hier einen hingesetzt. Hier an die Seite. Mach ich den wieder weg. Und dann, wo ist die Treppe? Da. Dann hier so eine schöne Treppe, genau. Ja, dann haben wir es doch eigentlich geschafft. Dann kann man noch vielleicht zur Verzierung. Wo sind denn diese? Es muss doch irgendwo hier so einzelne. Ja, da. Ja, das hier muss ja noch hin. Ja, ja, ich hätte jetzt dann...
Achso, ja, dann noch die Dinger hier, stimmt. Und dann hat man hier so den Übergang gemacht? Und dann ist man hier auf der neuen, luxuriösen, Seto Sopa Dachterrasse. Ja. Genießen Voll Sie gut. auf der Seto Sopa Dachterrasse unterm Palmgarten der Lüste den Ausblick der Reichen. Lauschen Sie den Shitter-Nachrichten von Alec Baldwin. Einmal habe ich Kim Basinger meine Faust komplett reingeschoben. Auf der Party von Tom Baldwin. Cruise habe ich Kim Basinger meine Faust komplett reingeschoben. Ach, das sind, ja, gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Wiedersehen. Tschüss!